Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? In den letzten Wochen ist einiges bei mir passiert. Ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video gesehen. Ich bin vom Baum gefallen und habe mir mehrfach mein Becken gebrochen und musste daraufhin operiert werden. Und dann habe ich eine Woche im Krankenhaus verbracht, in dem ich mich eigentlich kaum bewegen konnte. Und dann bin ich nach Hause gekommen mit der Nachricht, dass ich weitere 5 Wochen nicht aufstehen darf, also meine Beine nicht belasten darf, also mein Becken kaum bewegen kann und somit ja ein bisschen einen erschwerten Alltag habe. Bei der Operation habe ich ja insgesamt 3 Schrauben reinbekommen, die halt dafür sorgen, dass meine Knochen wieder richtig zusammenwachsen und das Wachstum von Knochen, also das Heilungswachstum von Knochen liegt bei ungefähr 6 Wochen und deswegen wurde mir gesagt, dass ich 6 Wochen meine Beine nicht belasten darf, damit da alles wieder richtig zusammenwächst. Jetzt sind die 6 Wochen fast rum und ich dachte mir, ich nehme euch mal ein paar Tage mit, wie mein Alltag jetzt momentan so aussieht, weil ich ja von zu Hause nicht weg kann, weil ich ja in kein Auto einsteigen kann und weil ich ja nicht hier einfach hier herumgehen kann, sondern mit Hilfsmitteln wie Rollstuhl oder Leibstuhl auskommen muss oder auskommen darf, weil ohne die Dinge könnte ich gar nichts machen. Und ich habe auch morgen einen Termin im Krankenhaus, wo ich halt wieder vom Krankentransport abgeholt werde und dann wird alles geröntgt und mal geschaut, ob es denn schon genug zusammengewachsen ist, dass ich wieder anfangen kann zu belasten. Und dann wird mir auch gesagt, ob ich dann anfangen kann mit einer Physiotherapie und wieder meine Termine sind, ob ich auf Reha fahren soll oder hier im Krankenhaus meine Termine habe. Und was da alles mit mir weiterhin passiert, damit ich wieder so bald wie möglich gehen kann. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich momentan so meinen Alltag gestalte. Wir mussten halt alles ein bisschen umfunktionieren und unser Bett steht jetzt da, wo normal unser Wohnzimmer war. Also direkt da bei Essküche. Und da verbringe ich jetzt eigentlich so, was heißt eigentlich, da verbringe ich jetzt seit 5 Wochen meinen Alltag in diesem Raum. Wir sind ja vor einigen Monaten in dieses Haus hier gezogen und das hat halt ein Untergeschoss und ein Obergeschoss und das Badezimmer und auch mein Arbeitszimmer und eigentlich auch unser Schlafzimmer ist im Obergeschoss. Und jetzt haben wir halt geschaut, dass wir die nötigsten Sachen irgendwie alle ins Untergeschoss geben, aber beim Badezimmer ging es halt nicht. Jetzt ist meine Körperhygienesituation halt ein bisschen anders als normal, aber es ist machbar. Ich zeige euch mal das provisorische Bad momentan. Wir haben ein kleines Gästeklo im Untergeschoss und das ist momentan mein Klo und mein Badezimmer. Also ich kann hier diesen Stuhl, diesen Toilettenstuhl, der hat ein Loch. Also ich sitze gerade auf einem Loch drauf und das kann man auf die Toilette draufschieben und quasi sitze ich jetzt auf der Toilette. Und ich kann dann durch dieses Loch in die Toilette reinmachen. Zum Glück funktioniert das mit dieser Toilette, weil zum Beispiel im Krankenhaus war die Toilette zu hoch dafür. Und dann gibt es da so einen Auffangbehälter, der unten an diesem Stuhl angemacht ist und das dann da aufgesammelt wird. Und man dann diesen Eimer rausziehen kann und reinigen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass das auf unsere Toilette passt. Das hat uns auf jeden Fall viel erleichtert in den letzten Wochen. Und bei dem Waschbecken wasche ich mich dann einfach jeden Morgen mit einem Waschlappen. Also ich sitze dann einfach hier und wasche mich mit dem Waschlappen. Und meine Haare waschen wir in der Küche im Waschbecken. Das Bett hatte erst nicht die richtige Höhe, dass ich da von meinem Rollstuhl und von dem Toilettenstuhl rüberrutschen kann. Aber Lorenz hat einfach hier unten mit so Holzpflöcken das Bett auf die genau richtige Höhe eingestellt, also umgebaut, damit ich das alles super einfach nutzen kann. Mittlerweile kann ich alle lebensnotwendigen Dinge schon alleine erledigen. Also ich kann aus dem Bett raus auf meinen Leibstuhl, ich kann auch aus meinem Bett raus auf dem Rollstuhl. Aber dafür müssen die Stühle halt in der Nähe von meinem Bett sein, weil sonst komme ich halt nicht hin. Aber die stellen wir dann halt einfach parat, wenn ich das machen möchte. Aber am Anfang, als ich vom Krankenhaus gekommen bin, musste mir halt bei allem Lorenz helfen, weil ich nicht alleine vom Bett rausgekommen bin auf irgendeinen Stuhl, sondern nur mit Hilfe.
Aber in den letzten Wochen habe ich es halt gelernt. Und es hat natürlich auch schon einiges an Heilung stattgefunden. Also ich merke es auf jeden Fall, wie der Knochen da zusammenwächst. Also ich merke es, indem ich mich im Bett schon in alle Richtungen drehen kann. Ich kann mich auch schon auf den Bauch drehen. Ich kann meine Beine schon anwinkeln und so. Und halt einfach viel selbstständiger mittlerweile schon meinen Körper bewegen. Nach ein paar Wochen muss man sich dann irgendwann auch mal eine Beschäftigung suchen, die man auch im Liegen machen kann. Und irgendwie lesen hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen habe ich angefangen zu stricken. Also ich habe mir einfach selber Stricken beigebracht mit YouTube-Tutorials. Und jetzt stricke ich meinen ersten Schal. Ich glaube, das wird meine neue Identität. Ich werde irgendwann diese Oma, die für alle Socken strickt. Mein nächstes Projekt wird ein dicker, großer Schal für Lorenz. Was kochen wir? Nudeln mit Schwarzes. Welche Nudeln? Ich habe gerade ein Paket bekommen und zwar mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln von InnoNature, die ich wieder auffülle. Ich habe ja hier meine ganze Schublade in der Küche mit meinen Schätzen drin und das gehört wieder mal aufgefüllt. Ich bestelle ja meine Nahrungsergänzungsmittel schon seit Jahren immer bei InnoNature, weil die einfach vegan sind, ohne Tierversuche sind, aus natürlichen Inhaltsstoffen sind, in Deutschland hergestellt werden, biozertifiziert sind. Sie haben auch eine hohe Bioverfügbarkeit und wie ich finde, eine Hammerqualität. Und ich fülle jetzt mal auf. Es gibt ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die mich in meiner jetzigen Situation besonders unterstützen. Die habe ich mir hier so abgetrennt, weil ich die gerade halt regelmäßig einnehme. Ich zeige euch mal welche. Ganz wichtig vorab, ich lasse natürlich jährlich mein Blut auf die Nährstoffe testen beim Hausarzt und bespreche das dann auch mit dem Hausarzt. Und ich war ja jetzt auch im Krankenhaus für lange Zeit. Dort wurde mir auch Blut abgenommen und ich habe mich dort auch informiert. Und ich verwende die Nahrungsergänzungsmittel niemals über die empfohlene Dosis. Zum Beispiel bei InnoNature steht auch immer drauf, wie viele Kapseln am Tag man nehmen kann, also wie die Dosierungsempfehlungen sind. Drei Sachen, die mich gerade für meine Knochen super gut unterstützen: Vitamin D3 plus K2, K2 für die bessere Aufnahme von D3, nehme ich sowieso immer durchgehend, aber gerade jetzt auch sehr gut für meine Knochen und fürs Immunsystem. Silizium trägt unter anderem zum Aufbau von Knochen und Knorpeln bei und hilft auch der Mobilität und Flexibilität von den Gelenken. Also auch was, was mich gerade sehr unterstützt. Und Calcium nehme ich gerade auch täglich, selbsterklärend. Meine Knochen müssen wieder nachwachsen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das in den letzten Wochen sehr zu meiner Heilung beigetragen hat. In nächster Zeit werde ich auch wieder anfangen, meine Muskulatur zu mobilisieren, also meine Muskeln wieder aufzubauen. Es ist ja total viel von meinen Muskeln in den letzten Wochen abgebaut worden, was ich halt jetzt wieder aufbauen muss. Und dann nehme ich unterstützend Magnesium täglich, also eine Kapsel Magnesium, damit ich halt Muskelkrämpfen vorbeuge. Zink nehme ich hin und wieder mal eine für mein Immunsystem. Zink war zum Beispiel schon sehr oft mein Lebensretter, wenn ich dachte, ich werde krank. Und was ich jetzt ganz neu nehme, ist täglich Kurkuma, weil das so entzündungshemmend wirken soll. Nach meiner großen Operation habe ich bestimmt einiges an Entzündungen im Körper und da ist was Entzündungshemmendes auf jeden Fall von Vorteil. Und Omega-3 nehme ich in Form von diesen Softgels zu mir, weil ich ja kein Fisch esse und auch zu wenig Alge.
in meinem Alltag esse, um genug Omega-3 zu haben. Deswegen halt Algenöl in Form von Softgels. Omega-3 ist ja unter anderem wichtig für die normale Funktion von Hirn, Herz und auch dem Sehvermögen. Informiert euch auf jeden Fall gut, bevor ihr regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtet, und sprecht das auch gern mit eurem Arzt, eurer Ärztin ab. Falls ihr was bei InnoNature bestellen wollt, ich schreibe euch hier meinen 10% Rabattcode hin, den findet ihr auch nochmal in der Infobox, sowie einen Link zum Shop. Komm nicht mit. Heute ist der Tag der Tage. Ich werde jetzt dann gleich so in einer halben Stunde vom Krankentransport abgeholt. Dann geht es für mich ins Krankenhaus. Heute wird ein Röntgen gemacht von meinem Becken und dann wird geschaut, wie es weitergeht. Ob ich heute vielleicht aufstehen darf oder wann ich meine Physiotherapien habe. Und ja, einfach in generell, wie der Heilungsverlauf war. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge. Es spürt sich richtig an. Also, ich bin sehr gespannt, aber auch ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Ich bin jetzt gleich 3 Stunden im Krankenhaus oder so, weil ich 2 Termine habe, auch einen gleich für Physio. Und ich habe keine Ahnung, ob ich dort aufs Klo kann irgendwie, weil ich ja da meinen Klostuhl nicht dabei habe. Und ob ich vielleicht heute schon im Krankenhaus aufstehen darf und dann als Beifahrerin im Auto mitheim, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, wir werden sehen. Keep you updated. Ich habe übrigens zum ersten Mal seit über einem Monat meine eigenen Schuhe an, also richtige Schuhe an. Mal schauen, ob ich die heute schon verwende zum Gehen. Also ich bin jetzt wieder zurück vom Krankenhaus und es wächst alles so zusammen, wie es zusammenwachsen soll. Also ich habe beim Röntgen gesehen, dass sich nichts verschoben hat oder so und alles so zusammengehalten hat, wie es zusammenhalten soll in den 6 Wochen. Und halt auch der Heilungsprozess so stattgefunden hat, wie geplant. Und ich habe das Go bekommen, dass ich meine Beine belasten darf und auch einen Plan bekommen, einen Physiotherapieplan, 2-mal die Woche Physiotherapie im Krankenhaus. Da werde ich dann immer halt mit dem Krankendienst abgeholt und habe dann Physiotherapie im Krankenhaus. Also ich werde jetzt übers Wochenende, über die ersten 2 Tage, schon mal zu Hause aufstehen üben dürfen. Und dann habe ich am Montag meinen ersten Physiotermin. Ich habe Angst. Ich auch. Aber? Das ist voll komisch. Ich habe das Gefühl, ich kann es auf jeden Fall. Aber ich fürchte mich irgendwie ein bisschen. Mach alle Bremsen rein. Wenn ich dich so drauf und ich kann, wenn du willst, kann ich dich unterstützen, wenn wir aufstehen. Ja. Ich soll eh erstmal ein bisschen so nach vorne. Und ja, tust du ein bisschen wippen. Und noch nichts machen. Fühlt sich aber stabil an. Ist auch stabil. Nein, ich. Ach so. Das ist auch gut. Hüppa! Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich nicht schwierig an. Okay. Hast du das Gefühl, es kippt nach hinten, wenn ich es auslasse? Ich weiß nur, ich bin ja vom Bett gestützt. Soll ich schon gehen jetzt oder wie? Mach mal einen Schritt. Ja, funktioniert. Warte, wenn du schon stehst, dann machen wir jetzt gleich die Krücken. Steht dir einfach auf? Ja, es fühlt sich auch ganz normal an. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich das voll weird. Das schaut ja auch ganz normal aus. Voll weird anfühlt oder so. Es fühlt sich normal an. Bin ich dahin? Tschüss! Ich habe Angst. Für was? Das ist zu dunkel zu sein. Bei mir läuft. Super. Stock, ein Damen und Rack und vor, zurück, zurück, jetzt Stock und X.
Nein, jetzt kommt der Otto. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ja, dann geh zum Rand, Subi. Führst mit zum Rand? Ich bin das zu uns. Ich bin was eben das. Komm ans zurück! Yeah! Jetzt nochmal tanzen. Es ist jetzt der nächste Tag und ich kann es ehrlich gesagt noch nicht wirklich, also ich habe es noch nicht wirklich verarbeitet, weil ich eigentlich nur damit gerechnet habe, mal aufstehen zu können, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einfach schon gehen kann. Und wir sind dann gestern noch viel spazieren gegangen. Ich bin eine Strecke selber gegangen mit Krücken und es hat so super funktioniert, dass ich auch ausprobiert habe, teilweise ein bisschen ohne Krücken zu gehen. Und es sieht ein bisschen so aus wie bei einem Baby, das die ersten Schritte geht. Also sieht auch ein bisschen so aus, als hätte ich eingekackt. Es funktioniert. Und ich habe auch keine Schmerzen dabei, also ich spüre nur ein bisschen ein dumpfes Drücken im unteren Rücken und meine Beine fühlen sich an, als hätte ich, keine Ahnung, irgendwelche schweren Schuhe an mit Gewichtern dran. Aber ansonsten funktioniert es voll gut. Ich kann auch ein bisschen in die Hocke gehen und wieder hoch. Und ja, weil das alles so super funktioniert, dachten wir uns, ich probiere jetzt aus, die Stufen hochzugehen. Immerhin habe ich seit 2 Monaten nicht mehr das Obergeschoss von unserem Haus gesehen. Und das würde ich gerne wieder mal. Ich glaube, das wird jetzt sehr emotional für mich, wenn ich das sehe. Also ich schaue mal, ob ich es überhaupt schaffe. Und wenn ich dann oben bin, dann kann ich auch zum ersten Mal wieder duschen. Weil ja das Bad im Obergeschoss ist. Also, give it a try, oder? Lorenz, hilfst du mir? Also ich werde natürlich dann noch in der Physiotherapie genau lernen, wie ich das zu machen habe, dass ich nicht irgendwas falsch mache oder so, also dass ich nicht irgendeinen Gehfehler eintrainiere oder so. Aber wir wollen es halt trotzdem dieses Wochenende schon ein bisschen selber probieren. Das darf ich auch, das habe ich auch mit dem Arzt besprochen und sollte gehen. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube schon, ja, dass du dich nach vorne lehnen kannst, deinen Körperschwerpunkt nach vorne bringst und dich dann nur hochdrücken musst. Boah, das funktioniert ja voll einfach. Ja. Perfekt. Ja, 100 pro komme ich jetzt hoch. Ja, 100 pro komme ich jetzt hoch. Können Sie gleich die Duschsachen holen? Ja, einfach. Dann sehe ich jetzt zum ersten Mal meine Couch im Arbeitszimmer. Ja. Ich habe mir nämlich eine Couch bestellt fürs Arbeitszimmer und die ist genau geliefert worden, wie ich im Krankenhaus war. Und Lorenz hat die freundlicherweise direkt aufgestellt in meinem Arbeitszimmer, was oben ist. Und ich habe die noch nie gesehen und ich bin jetzt gespannt, nach 2 Monaten, nachdem ich es mir bestellt habe oder so, wie die jetzt ausschaut. Knödel kommt auch mit. Die ist ja richtig nice. Das ist meine neue Hintergrundcouch, wenn ich Videos filmen mag. Juhu! Kann man auch zu so einem großen Bett umgestalten, aber das machen wir jetzt nicht. Nee, wir gehen jetzt duschen. Wir gehen jetzt duschen. Wie lange hast du das jetzt selber nicht mehr gemacht? Bei dem Kleiderschrank sein. Ja, 2 Monate halt.
Soll ich auch mal eine Hose anziehen? Ein Rock oder so? Ich habe ewig keine normale Hose mehr angehabt. Oder das Kleid. Wie du magst. Das musst du mir holen, weil ich kann mich nicht bücken. Jetzt brauchst du noch so eine Gehzange. So, nachdem ich mich jetzt ausgeheult habe, kann ich mich jetzt hier reinsetzen und mich selbstständig duschen. Ich habe es tatsächlich geschafft, ins Auto einzusteigen und ich bin jetzt endlich wieder Beifahrerprinzessin. Wir fahren jetzt zu Oma ein bisschen stricken. Die hilft mir vielleicht, mein Strickprojekt abzuschließen, mein erstes. Das ist aber nicht. Hörst du, Oma? Ja, ja. Ist so gut, oder? Nein. Ein Klott. Ein verkehrt. Ein Klott. Ein verkehrt. Ein Klott. Klott. Ein Klott. Ein Klott. Ein Klott. Und alle Klott, weil die Verkehrten, die mag ich nicht. Nur Klott. Bis Klott. Ja? Jawohl. Und Obertüren. Und Obertüren. Aha. Und dann den. Was? Die Maschen, was du da haben musst. Die da rüben. Ja, da schau her so. Ob das die Nadel oder die, was du hast da, die. So. Mhm. Da oben drin? Ja, und ja. Dann wieder hinten. Ja. Na? Hast du jetzt zwei jetzt? Ja. Ja. Dann durch. Dann wieder hinten, so dass du hinten. Ja. Ja, und ja. Dann wieder so. Fertig! Hübsch, oder? Mein erstes überhaupt gestricktes Teil. Es ist Montag, also es ist ein Wochenende vergangen, seitdem ich da im Krankenhaus war und die mir gesagt haben, dass ich belasten darf. Und am Wochenende ist ja schon sehr, sehr viel passiert, was wir halt überhaupt nicht gedacht haben. Also wir haben uns ja eigentlich nur gedacht, dass ich vielleicht mal probieren werde, aufzustehen übers Wochenende. Und im Endeffekt ist es ja dann so gut gegangen, dass ich ja schon gehen kann mit den Krücken. Und ich hatte jetzt gerade meine erste Physiotherapiestunde, wo ich auch schon als Beifahrerin im Auto hingefahren bin und nicht mehr mit dem Rettungsdienst hinfahren musste. Und was ist da passiert? Mal ein Check-up, was ich schon alles kann. Mal schauen, ob ich das auch alles richtig mache. Also das Aufstehen, das Gehen, Stiegen gehen und mal bei meinen Narben geschaut. Wie ich massieren kann, damit die Narben sich lockern. Da schmiere ich ja schon seit Wochen mit Johanniskrautöl ein und massiere auch. Aber mir wurde nochmal gezeigt, wie ich halt das noch machen kann. Ja, ich habe Aufgaben für zu Hause bekommen. Und zwar, dass ich meine Waden immer wieder belasten soll, indem ich mein Körpergewicht auf meine Knie gebe und halt mit den Füßen nach oben und unten wippe. Und meine Beine einmal links, einmal rechts immer wieder anspanne. Genau. Und halt meine Narben massiere. Zeige ich jetzt mal, wie ich mit den Krücken gehen kann. Links, rechts, rechts, links, rechts. Funzt. Das heißt, ich werde jetzt nach und nach meine Muskulatur in den Beinen wieder aufbauen lernen, Übungen machen. Zweimal die Woche Physiotherapie bis Ende November gehen und zwischendrin halt üben, gehen, irgendwann mal dann auch die Krücken weglassen und gehen und das nach und nach steigern. Die Knochen sind natürlich nicht verheilt, also die sind noch nicht nachgewachsen oder so, sondern ich habe einfach nur eine gute Stabilität mit den Schrauben, die sie reingetan haben und es hat auch schon angefangen, was rundherum zu wachsen um den Knochen, damit das wieder zusammenwachsen kann. Aber natürlich ist das noch nicht fertig oder so. Darum darf ich auch noch nicht die ganze Zeit gleich von 0 auf 100 ohne Krücken und so belasten.
weil das nach dem letzten Video so viel gefragt haben, die Schrauben sollen wieder rauskommen. Sie müssten nicht rauskommen, aber ich will, dass die wieder rauskommen, weil ich ja eine Schraube, die beim Schambein ist, von außen sogar ein bisschen spüre und das unangenehm ist. Und die kommen wieder raus, aber erst in so 2 Jahren oder so. Da wird dann an denselben Stellen, wo ich jetzt die Narben habe, nochmal aufgeschnitten, das Narbengewebe, das alte, entfernt und dann halt die Schrauben rausgenommen und dann wieder zugemacht. Das ist halt wieder eine OP in Vollnarkose, ne? Für mich ist das alles gerade noch ein bisschen surreal, dass es so schnell einfach wieder so gut geht, was sich halt niemand gedacht hat. Mir haben sie ja im Krankenhaus immer wieder gesagt, dass ich nicht glauben brauche, dass wenn die 6 Wochen Rollstuhl vorbei sind, ich dann gleich wieder aufstehen und gehen kann, sondern dass das halt wochenlang dauern wird. Und so habe ich mich dann auch darauf eingestellt und jetzt bin ich so, what? Das ist so geil, dass es wieder geht. Also, dass ich zumindest halt wieder mit Krücken direkt gehen kann, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich habe es noch nicht verarbeitet. Ich kann die Emotionen noch nicht verarbeiten. Brauche ich noch. Ich bin geistig noch nicht ganz mit dem mitgekommen, was mein Körper schon macht. Naja, okay. Das war's dann auch jetzt schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video.